Okay, Leute, Live-Angriff hier für viele, viele Kanalpunkte. Manchmal gibt es auch Kanalpunkte bei mir und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir warten jetzt auf den Sparkling hier. Die Wette ist vorbei und er hat gesagt, er greift jetzt an. 10 Minuten sind um, aber er greift gar nicht an. Natürlich doof, aber macht auf jeden Fall Laune. Da haben wir das Watch live, dann watchen wir auch mal live rein, würde ich sagen, damit sich auch lohnt. Okay, dann schauen wir mal. Sparkling gegen den 14er hier. Wir haben gerade schon live leider 2 Timefails gesehen. Sehr, sehr ärgerlich. Rathaus 12 auf Rathaus 13. 96 und 99%. Das ist sehr, sehr unlucky mal wieder für uns, wo wir ja die ganze Zeit hier so unlucky spielen. Aber schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgehen könnte. Schauen wir mal. Oh, oh, oh. Weiter wie ich. Weiter Weg für LaBlimp. Mal gucken, was er da rausbekommt. Mal sehen, was er da rauskriegt. Adler wäre ganz schick. Aber schon ganz schön viel verloren. Und die wollen auch nicht wirklich nach vorne gehen. Adler hat er bekommen. Jetzt gehen die allerdings auf die blöden Clanburg-Truppen. Kann auch ruhig unsichtbar jetzt machen, die kriegt er nicht mehr down, hat noch einen Unsichtbarkeitszauber, das war jetzt aber auch der letzte, aber okay, er schafft damit die Clanburg nicht ganz, die hauen ab, okay, die hauen einfach ab von den Golem, jetzt machen sie ihn doch, alles klar, werden noch mal gefriest, aber lebt eine lebt noch, ja, lebt dann doch die alte Bogenschützin, sie lebt noch, da ist das Loch auf. Sehr schön. Queen geht auch rein. Glati noch ein bisschen mit zur Hilfe, falls die Queen doch quer läuft. Queen macht keinen falschen Fehler. Gut, sehr schön. Part 1 abgeschlossen hier. Müssen wir nur noch den Muldiger schaffen. Der ist angehittet. Okay, der Multi ist angehittet, Sparkling. Der Multi ist angehittet. Hat noch 3 Stück. Bodenzündung noch nicht am Start. Die kommt dann wahrscheinlich da hinten dann gleich im nächsten Inferno. Noch sind es keine 3. Allerdings keine Gefahr. Oh, Struggle-Falle. Oh, Glück gehabt. Was pack ich, ey. Oh, da sind viele rote Minen. Eieieiei. Da sind viele, viele rote Minen. Die Wordenzündung war mal richtig spät. Weil da ist auch noch eine Gladiatorin. Hau den Headhunter raus, Mädel. Sparky. Ah, Leute, ihr habt alle eure Kanalpunkte verloren. Ihr habt leider alle eure Kanalpunkte verloren. Schade, schade, schade. Aber was willst du machen? Passt zu der Folge Clash of Clans zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und vielen Dank für eure Kanalpunkte, würde ich mal so sagen. Meine Punkte, ja, die sind alle flöten. Deine Punkte sind leider alle weg. So, wer will noch Punkte loswerden? So, Leute, willkommen zurück. Ihr könnt es kaum glauben, selbst Parking versucht es nochmal. Nach der 2-Sterne-Nummer setzen die Leute schon wieder Kanalpunkte auf ihn. Ich weiß nicht warum, aber er scheint mir sehr beliebt zu sein hier bei den Zuschauern. Und deswegen probiert das gleich nochmal. Ich wollte euch nur schon mal die Base zeigen hier. Er will unbedingt von 14 auf 15. Die Base sieht nicht gut aus. Die Base sieht nicht gut aus, aber man hat Ideen hier. Man entwickelt gerade Ideen. Ein paar Minuten hat er auch noch Zeit. Und ich würde sagen, die paar Minuten machen wir noch kurz einen Cut, um das Ganze ein bisschen zu überlegen. Ich ziehe den Cut einfach für euch, indem ich das Video einfach strecke. Ihr könnt euch die Base schon mal anschauen. Und wir gehen dann in jedem Fall live rein. Oder ich zeige euch nur mal ein Bild, mal gucken. Rein in den Lachs, schreibt er. Legend Eos, rein in den, auf den Scatter. Versuch mit den Archer. Immer rein hier, immer rein beim Sparkling. Immer, er wird immer nervöser. Oh Leute, wir sind live. Eieiei. Und ich habe es gerade hier vorbereitet gehabt. Aber macht nichts.
Warte. Hier fehlt mir noch ein Unterstrich. Ah ne, der Unterstrich ist an einer falschen Stelle. So, jetzt aber. Jetzt passt es. Perfekt. Auf geht's. Okay, wir gehen ganz nah rein. Da ist schon ganz schön viel weg. Fehlt nur das Rathaus. Der Turm lädt gerade noch mal auf. Und jawohl, Rathaus hat er auch bekommen. Ist der Value jetzt wirklich hoch? Aber der Value ist ganz schön hoch. Die Luftabwehr da unten ist auch weg. Okay. Zwei Headhunter und der Hund. Zwei Headhunter, der Hund. 43%, ein Stern. Die Helden machen mir hier unten mal wieder ein bisschen Sorgen, muss ich echt sagen. Ein Headhunter ist da einfach zu wenig. Ein Headhunter, finde ich, ist zu wenig für die vielen Loons. Die holen das gleich runter. Die holen das gleich runter, glaube ich. Ich meine nicht, dass ich nicht ans Parkling glaube. So ein bisschen hatte ich jetzt gerade das Gefühl, dass er den Hund doof geschickt hat. Der geht jetzt zwar rüber, aber der geht halt nicht tanken. Ne? Den hätte ich jetzt hier rüber geschickt über die Queen, dass die Queen dem nachläuft. Hat noch einen Roll Champion. Die Frage ist, wo ist der Roll Champion? Ah, die Helden sind down. Die Helden sind down. Eine Minute Zeit. Nur noch ein Skeddy. Und im toten Winkel. Geiler Scheiß. Okay, Sparkling, die Leute, die sich die Punkte jetzt reingeballert haben, ne? Die können sich richtig freuen. Bei einer Quote von 1:72,76. Sagt mir mal, wie viele Punkte ihr dafür für eure kleinen Einsätze bekommen habt. Ihr habt ja echt nicht viel bekommen, aber auf jeden Fall müssen wir mal ein paar Mal hüpen hier. Nachtschatten hat er richtig gut gemacht. Ja, finde ich auch. Hat er richtig, richtig gut gemacht. Puh, okay. Krasser Scheiß. Ich hoffe, der krasse Scheiß hier von diesen Live-Geschichten hier. Okay, jetzt hatten wir heute eine Vorhersage. Ich habe das hoffentlich da richtig weggemacht, dass man nicht erkennt, dass das mein Sparkling war. Sparkling ist hier Moderator, also schaut ruhig vorbei auf Twitch.tv, dann könnt ihr auf jeden Fall etwas mehr Live-Action auch von mir sehen. Wir freuen uns immer wieder. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif, habt noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Best.